Ist das nicht unglaublich, dass du in diesem Jahrhundert lebst, mit den ganzen Technologien und den ganzen modernen Sachen? Ja, vor gut 100 Jahren gab es kein Internet, Telefon, Fernsehen, normal mit dem Flieger fliegen in den Urlaub. Das gab es nicht. Jetzt kann man das alles erleben. Man hätte auch gut vor gut 200, 300 Jahren gelebt. Oder stellt euch vor, ihr wärt vor 10.000 Jahren geboren. 10.000 Jahren. Ja? Bis 1800, 1900 hat sich eh nicht viel verändert. Da waren immer noch die Leute die gleichen Bauern. Und die Mentalität war primitiv etc. Aber jetzt, wir leben so eine Zeit, das muss man wertschätzen. Wir leben so quasi in einer glücklichen Ära. Okay, es gibt Krieg etc., Korruption, aber man kann diese Ära nur dankbar sein. Denn wer weiß, vielleicht leben wir nur noch in dieser Ära, dieser modernen Technologie-Ära, 50, 100 Jahren und das war's. Dann die Menschheitsgeschichte kann sein, dass es nur mit 200 Jahren Technologie, die Technologie und Modernität erlebt hat. Und die restliche Menschheitsgeschichte, 50.000 Jahren, waren da auf dem Acker, mussten da hart arbeiten, auf dem Bauernhof etc. Da muss man sich glücklich schätzen. Denn es kommt bald eine Zeit, wie Einstein schon vorausgesagt hat, dieser dritte Weltkrieg mit einem ganzen Atomwaffen und dies, das zerstört alle Technologien, dass wir wieder in einer apokalyptischen Welt landen. Alles wieder auf Null.